Mr. Solemnis ist echt eigentlich technisch gesehen vielleicht unsingbar. Aber andererseits ist das, man spürt irgendwie, dass Beethoven versucht hat, etwas Unmögliches zu schaffen, oder er musste das schaffen. Und was ich interessant finde als Dirigent, dass er zwar eine Messe schreibt, aber dass bei ihm ein Paradox entsteht zwischen Religion einerseits und Humanismus andererseits. Das vereint sich einfach in diese Person von Beethoven. Und genau das ist, glaube ich, heutzutage so wichtig. Dass es solche Figuren gibt, die einfach sagen, ja, das war. Und ja, ich schätze die Tradition, aber jetzt Aufbruch und wir gehen weiter. Ja.